Herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich kurz mit Ihnen PowerPoint besprechen. So arge Todsünden im PowerPoint und wie man das potenziell ein bisschen besser machen kann. Wir haben alle schon von Tod durch PowerPoint gehört und wir möchten jetzt gerne mal ein praktisches Beispiel dafür ansehen. Wir haben hier eine Folie. Schauen Sie sich einfach nur die Struktur an, schauen Sie sich gar nicht die Inhalte an. Das ist jetzt für den Fall gar nicht so relevant. Das ist jetzt eine reale Folie aus einer NASA-Präsentation. Wir sehen, das sind ziemlich viele Infos auf engem Raum zusammengesteckt. Wir sehen so auf den ersten Blick, das ist alles schwarz-weiß, das heißt, es ist nicht flashig, das ist ja schon mal an sich gut. Und wir sehen, es sind Dinge größer und kleiner, das heißt, wir können davon ausgehen, die großen Sachen sind irgendwie wichtig, die kleinen sind irgendwie Zusatzinfo und entsprechend haben die Leute, die sich diese Präsentation angesehen haben, das auch bewertet. Und was dabei ein bisschen untergegangen ist, ist, dass es eine Information auf dieser Folie gibt, die unheimlich wichtig ist. Wenn Sie sich jetzt so diese Folie anschauen, würde man vielleicht sagen, naja, vielleicht da oben irgendwie was. Aber in Wahrheit ist dieser Absatz, dieser Satz eine unglaublich wichtige Information. Dadurch, dass das jetzt auf dieser Folie so präsentiert wurde, ist das jetzt aber nicht wirklich angekommen. Und was das jetzt welches praktische Ergebnis das war, sehen wir hier. Das war die Raumfähre Columbia, die beim Start explodiert ist, weil auf dieser vorhergesehenen Folie einfach die Gefahr nicht klar genug kommuniziert wurde, dass unter bestimmten Bedingungen beim Start sich Druckverhältnisse verschieben und so weiter und 7 Menschen tot durch eine schlechte PowerPoint-Präsentation. Wenn Sie jetzt einen Vortrag halten, können wir davon ausgehen, wenn Sie irgendwelche Ergebnisse schlecht verkaufen, werden nicht unmittelbar Menschen sterben. Das ist schon mal ein ziemlicher Fortschritt zu diesem Beispiel. Aber wir sollten uns trotzdem davon inspirieren lassen, das ein bisschen besser zu machen als dort. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie können wir eine PowerPoint-Folie aufbauen. Das ist eine PowerPoint-Folie, die ist immer noch nicht hübsch, aber wir sehen hier die Dinge, die irgendwie doch drauf gehören. Normalerweise haben Sie ein Logo. Was Sie auf jeden Fall immer haben sollten, ist eine Überschrift, dass die Leute immer eine Orientierung haben, wo sind wir, was passiert hier gerade, wieso. Wenn Sie den Leuten, denen Sie vortragen, noch massiv helfen wollen, schreiben Sie Folien dazu, nämlich Folie 3 von 23 in diesem Fall, dass Sie sich orientieren können, wo sind wir, wenn Sie sich später darauf beziehen können, dass Sie vielleicht eine Notiz machen können, sagen, gehen Sie nochmal zurück zu Folie Nummer 5, da war das und das. Und was ein Bonus ist, was nicht unbedingt sein muss, das ist jetzt per se auch, kommt darauf an, wie lang und komplex das Thema ist. Sie können an der Seite eine Übersicht hereingeben, wo Sie sagen, das sind die Abschnitte und Sie markieren, in welchem Abschnitt Sie sind. Damit helfen Sie den Leuten am Ball zu bleiben und helfen den Leuten zu sehen, okay, was passiert, was kommt noch, muss ich jetzt hier schon nachhaken und Fragen stellen oder wird dieser Themenbereich später noch aufgegriffen? Das hilft Ihnen einfach auch ein bisschen in den Fluss. Ansonsten versuchen Sie, so wenig wie möglich, so viele wie nötige Folien zu haben. Sie sollten 30 Sekunden bis 2 Minuten bei jeder Folie bleiben. Also zappen Sie nicht munter durch und reden Sie auch nicht eine halbe Stunde über eine PowerPoint-Folie. Das bringt keinem was. Versuchen Sie eine möglichst simple Struktur. Es sollte auf einen Blick alles klar sein. Sie sollte auf keinen Fall mit Text vollgepackt sein, sondern wirklich wenige und gut lesbare Punkte. Machen Sie die Schrift nicht zu klein. Das sind so diese ganz, ganz grundlegenden Grundregeln. Nehmen Sie klare Gestaltungsprinzipien. Nehmen Sie keine bunten Templates, sondern machen Sie es möglichst simpel, machen Sie es möglichst zielgruppenorientiert. Schauen Sie, was brauchen die Leute, was verstehen die Leute gut. Grafiken und Animationen können Sie verwenden, aber nur, wenn das wirklich einen Sinn hat, wenn Ihnen das hilft, Dinge klar zu erklären. Wenn das irgendwie im Verständnis der Materie hilft, machen Sie das nicht zum Selbstzweck. Zum Auflockern kann man drüber reden, aber das kann halt auch eher ablenken. Und wenn Sie mit Farben arbeiten oder hervorheben, schauen Sie, dass Sie wirklich nur das Allerwichtigste hervorheben und nicht nach optischem, hier wäre es schön, wenn da jetzt ein bisschen Farbe wäre, sondern schauen Sie, dass Sie wirklich zielgerichtet vorgehen. Wir schauen uns jetzt noch ein anderes Beispiel für eine PowerPoint-Folie an. Wofür sich PowerPoint oder überhaupt grafische Präsentationen gut ereignen, ist, wenn Sie jetzt verschiedene Grafiken oder Flussdiagramme oder überhaupt Abbildungen haben, die Sie erklären möchten. Das heißt, Sie sagen, ich fange hier an, ich habe 2 verschiedene Stadien. Das eine geht in die Richtung, das andere teilt sich auf in diese 3. Dann besprechen Sie diese verschiedenen einzelnen und besprechen, was sich davon abzweigt und was davon weitergeht. In diesem Fall ist eine PowerPoint-Folie hilfreich, weil Sie immer wieder darauf zurückkommen und weil die Zuhörer, die Leute, denen Sie präsentieren, immer wieder das Gesamtbild sehen. Das heißt, Sie sprechen über einen Bereich, aber wir haben trotzdem immer noch den Kontext visualisiert. Das heißt, für derartige Grafiken sind Präsentationen PowerPoint super. Das heißt,
Zusammengefasst, schauen Sie einfach. Machen Sie alles klar, machen Sie alles simpel, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, orientieren Sie sich in Ihrer Zielgruppe. Viel Erfolg und auf eine gute Präsentation!